Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer weiteren Folge von TCGO Pokémon Sammelkartenspiel Online. Ich wollte mich ein bisschen beeilen, denn ich habe vor, die Woche Events zu machen und das sieht ganz gut aus. Und yes, gut. Ah, wundervoll. So, ich kämpfe mit Fürst der Finsternis im 24-Turnier. Es sind gerade 5 Turniere, das ist sehr geil für mich. Denn pro Tag bekommt ihr jetzt ein verschiedenes Turnier. Ich mache aber wirklich nur ein einziges Turnier. Das heißt, wenn ich jetzt gleich schon rausfliege, war's das mit der Folge. Ich hoffe mal, ich überlebe wenigstens immer die erste Runde. Deswegen musste ich jetzt gerade mich ein bisschen beeilen, damit ich noch in diesen Turnier reinkomme. Musste mich schnell Deck entscheiden. Ich denke mal, Fürst der Finsternis ist schon stark. Jetzt muss es nur noch klappen. Und ich weiß jetzt nicht, was Danny Tal macht. Er entscheidet, wer anfängt. Wir begrüßen mal. Weil irgendwie ist mir nichts eingefallen, was ich für Deck spielen soll. Welche ich noch brauche, welche Karten und etc. Dachte ich mir so, die Woche mache ich mal Turniere. Okay. Traumato ist gar nicht mal so verkehrt. Platan. Ich spiele, glaube ich, erstmal Roller Skates und guck mal, was ich bekomme. Super Angel kann ich wohl jetzt vergessen, weil die werde ich so oder so wohl wegschicken müssen. Irgendwie dauert das bei mir ziemlich dauert das bei ihm ziemlich lange. Ich hoffe mal, dass er gleich einen Disconnect bekommt oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich hoffe, er hat jetzt keine Kampf oder so. Mit Psycho wäre ich sogar besser bedient. Resistenz. Das ist Psycho. Doppelfarblose. Okay. Schauen wir mal. Er kann in der ersten Runde so gut wie gar nichts machen, ne? Er kann eine Energie anlegen. Und das war's auch. Okay, jetzt gehen wir voll auf Risiko. Machen das und spielen tatsächlich Platan. Und schade. Schade. Wir machen Kopf. Unser Kopf sind 90 Schaden immerhin. Schade. Muss ich mal gucken. Wir haben eine Energie. Energieverlust ist in Ordnung. Fluchtseil. Nehme ich das Dodo. Ich spiele ein Troy. Er holt Tieren und Energie. Sehr interessant. Das heißt, er macht schon mal, dass sein Gegner verlassen, Pokémon einzutauschen. Das wird er wahrscheinlich nicht tun. Ja. Läuft jetzt gerade nicht so wundervoll. Deswegen mache ich das jetzt erstmal so. Rückzug. Und noch einmal 90 Schaden und damit ist das Duell vorbei. Yes! 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 Erste Runde gewonnen.
erste Runde gewonnen. Das heißt, ich habe 4 Booster gewonnen. 4 Booster, geil. Das ist 2. Eine Runde noch weiter, dann bekomme ich 4 Booster. Das ist für mich gar nicht mal so schlecht. Ich freue mich. Klar, 20 Booster wären mir am liebsten. 12 wäre mir auch, wär auch geil. Mal schauen. Mal schauen. So, ich habe noch keinen Gegner. Okay, Dragnir 33 war auch schneller als ich fertig. Lingwit, Frame und Ismae. Joa, schauen wir mal. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Thumbnail mache. Ehrlich zu sein, ich glaube, ich... Muss mal schauen. Es heißt ja nicht mehr Turnier, sondern Events. Aber ihr wisst Bescheid, es sind Turniere. So, ihr könnt mir natürlich in den Kommentaren schreiben, welches Deck ich auf jeden Fall spielen soll in den anderen Formaten. Ich zeige es euch gleich nochmal am Ende. Also auf jeden Fall Themen, Standard, Experten und Älteres. Also es sind 4 Turniere. Bitte, bitte, bitte schreibt es mir in den Kommentaren. Auf jeden Fall, ob ich es kann, ist schwer. Also bitte jetzt nicht so übertreiben. Guckt am besten noch ein paar andere Videos oder beziehungsweise guckt in den Thumbnails die Pokémon und guckt da neben dieses Deck und dieses ähnliches Deck. Denn ich kann jetzt nicht mit einem Tauros GX Deck ankommen oder Nachtara GX oder sonst irgendwas. Ich bin überlegen, ob ich tatsächlich im Standard von Mod das Lungala Deck nehme. Also mit Lunala und Galagaladi. Und natürlich ein Gardevoir dran. Oder halt Relaxo GX. Aber Relaxo dauert ziemlich lange. Bei den anderen Expertenmodus bin ich mir auch unschlüssig. Wie gesagt, ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ich für ein Deck spielen soll. Das, was ich momentan habe. Wir müssen jetzt hier eh noch warten, bis das nächste Runde beginnt. So, gucken wir mal meinen Shop nach. Was haben wir denn so Schönes? Ein Tonukto mit Schubverstärker. Ich bräuchte sogar noch eins. Das ist gut. Das ist gut. Und Drachenleuchten, ich bin überlegen. Eigentlich hatte ich vor, das hier zu kaufen. Ich bin überlegen, ob ich mir 2 Stück holen soll. Dieses Ziaugon. Gucken wir mal in der Sammlung. Ziana Ziaugon. Und zwar das Ziaugon. Und zwar dieses hier. Das männliche Ziaugon sogar. Wenn dieses Pokémon dann aktives ist und durch einen gegnerischen Angriff Schaden enthält, ist das Angreifende jetzt verwirrt. Okay. Psychoplosion. Wirf eine Münze und lege bei Kopf an das aktive Pokémon eines Gegners angelegte Energie auf den Ableger. Eventuell könnte ich... Ja, 4. Ich wollte mir 4 holen. Vielleicht daraus ein Deck bauen. Gibt es hier irgendwie... Angriff fügt 10 weitere Schadenspunkte für jede Energie zu, die an das aktive Pokémon eines Gegners angelegt ist. Schiebe, Energiegeschenk, Psychoschuss, Ohrenspiel.
Aber nur wenn das aktiv ist, ne? Ein bisschen doof. Gibt es noch andere geile Ziaogons? Glaube nicht. Wir haben das männliche hier mit Zyplosion. Ich dachte jetzt, wenn man mehrere Ziaogons zusammen machen, dass man da Schaden rausholt. Psychokinese ist tatsächlich noch eine Attacke, die ordentlich raushauen könnte. 60 plus 10 plus jede Energie an das aktive Pokémon des Gegners. Ich nur eine. Ist die Frage, ob ihr das sagt, sollte ich machen? Vielleicht hole ich mir nur einmal die Karte, damit habe ich die in der Sammlung als Promo. Ansonsten könnte ich die mir zweimal holen. Wie lange geht das hier noch? Das müsste bis zum 2. Mai. Also, ja, also ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ist es sinnvoll, diese Karte zu holen? Um halt ein Deck daraus zu bauen? Oder sagt ihr, mach was du willst? Hauptsache das Booster. Vielleicht hast du wieder Glück und ziehst in den 4 oder 2 Boostern Shaman, was natürlich extrem krass war. So, wie sieht's aus? Ist mein neuer Gegner? Hier, die beiden kämpfen noch. Dunkles Glurak. Das kann nur ein Deutscher sein. Mich sehr interessieren, ob das stimmt, aber naja. So, Joker James gegen Dragnir 33 und mein nächster Gegner könnte eventuell Liquids Frame oder Ismael sein. Da bin ich gespannt. Und was für ein Deck er natürlich spielt. Ich habe gar nicht gerechnet, ob das ausreicht. Natürlich, 90, 90, 180. Er hätte gehofft, dass er noch Zeit hätte. Naja, mal schauen. Vier Booster sind auf jeden Fall sicher. Dann kann ich mal hoffen, dass ich mal irgendwann mal auch andere Pokémon ziehen kann. Geilst wäre es natürlich, wenn ich noch mehr Booster bekomme. Muss ich aber nur halt das Ganze gewinnen. Deswegen mache ich ungern Turniere. Es dauert einfach viel zu lange. Es kann gut ausgehen, es kann schlecht ausgehen. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal. So, ich zeige euch mal doch mal soweit die Themen, Decks in einer großen Variante. Und ich denke mal, beim Themendeck sagt ihr so oder so Sonne und Mond auf jeden Fall. Wahrscheinlich das Flammenwut. Ich habe immer noch nicht das Arc. Das habe ich auch freigeschaltet. Aber am stärksten finde ich schon Sonne und Mond, weil da nicht so viel Crap drin ist. Wie in den ganzen anderen. Oder ihr sagt, kauft ihr lieber das und das. Kaufen will ich mir ehrlich gesagt gar nichts. Ich tendiere zwischen die beiden hier. Lanthorn ist ganz gut, wenn wir gegen Platz kämpfen. Hier wäre Custoso ganz gut, wenn wir gegen Wasser kämpfen würden. Hier wäre nix gut, wenn wir gegen Feuer kämpfen. Das ist es ja. Also hier
Kangama. Aber Kangama kann nichts ausrichten, Pandir kann auch nichts ausrichten. Eigentlich... Kugelstar, Pepek. Eigentlich ist dieses Schattenjäger das Schlechteste. Weil es hat viel mehr... Pflanze. Und hier ist sogar ein Geweih drin, was einfach unnütz ist. Hätten sie lieber Kangama reinstecken können oder ein Parasek. Pandir ist kann nervig werden, weil es einen verwirren kann. Oder die hätten zumindest ein Dingers reinpacken können, dass es ein bisschen stärker ist. Deswegen tendiere ich entweder Flammenwut oder Stromschnellen, weil das doch effektiver ist. Habitak ist auch Crap drin, aber im Gegensatz zu hier, Quartal ist gut, Quartermark ist ganz gut, Colossand ist gut, auf jeden Fall Kommandant Utan oder halt Costoso. Das sind alles gute Karten, im Gegensatz zu den ganzen anderen. So, wie sieht's jetzt aus? Immer noch nichts, ne? Wir müssen immer noch warten, bis die nächste Runde eingeläutet wird. Ja, ich weiß, es ist langweilig, deswegen mag ich eigentlich Turniere nicht. Ich könnte es rausschneiden, aber das Problem ist, hier schneide ich so gut wie gar nicht, weil ich kommentiere das und dann lade ich das auch direkt hoch. Und nochmal! Okay, die haben zwei starke Decks. Also wird der Kampf nicht so lange dauern. Um ehrlich zu sein. Wenn jetzt irgendeiner schreibt, oh, mach nur nochmal ein 24 Turnier. Nein. Ich habe vor, jedes Turnier einmal zu machen. Pro Tag gibt es ein. Ich muss gleich überlegen. Turnier wollte ich schnell machen, weil das ja irgendwann verfliegt. Ich denke mal, dann werden wir das von oben machen. Ich glaube, das war ältere. Ich guck dann mal nach, wenn es soweit ist. Wenn ich raus bin. Was passiert eigentlich, wenn die Rundenzeit vorbei sind? Das ist bis jetzt noch nie passiert, ne? Einmal ganz knapp. Gibt es irgendwie noch was im Shop, was wir uns angucken können? Was haben wir denn? Booster. Sonne, Mond. Decks. Perfekt für Einsteiger. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Unser Favorit. Deck ansehen. Ja, Vertretung ist auch nicht schlecht. Unser Favorit. Perfekt für Einsteiger. Chillerbell, Seso Kids. Ein gutes Seffi Royal. Seffi Royal. Geht. Bumadame ist auch nicht schlecht, ne? Dieses Bumadame. Ich hab sogar alles bis auf tatsächlich dieses zweite Zygarde. Dadurch müsste ich mir das auch mal holen. Ich werde mir so irgendwann mal alle anderen restlichen besorgen. Vielleicht hat der eine andere Account. Der kann es natürlich unter der angegebenen E-Mail-Adresse in der Beschreibung hinterlegen.
Und ja, von Loki Gaming habe ich natürlich nichts gehört. Wer sich schon Loki nennt, das kann ja nichts Gutes heißen. Irgendwie habe ich es geahnt, dass er nur gesagt hat, dass er das und das rumfliegen hat, aber hat nichts in E-Mails reingeschickt. Ah, okay, der nächste Gegner, schauen wir mal. Ismail! Oh, ich bin gespannt. Schade, ich hätte mich echt wirklich gefreut. So, wir begrüßen mal. Und wer fängt an? Er? Ich hoffe mal nicht. Weil ich denke, dass er anfangen wird. Okay. Wie machen wir das am besten? Gucken wir mal, was hat er denn? Galagladi oder Gardevoir? Galagladi oder Gardevoir? Ein von den beiden wird es sein. Wird auch viel Mischmasch drin. Da könnte jetzt auch Naktara GX drin, Ziana GX drin sein. Lapras GX. Okay. Lapras GX. Vielleicht helfe ich ihm sogar, aber es bringt mir einfach nichts. Ich brauche andere Karten. Doppelfarblose. Ich benutze Hyperball. Schmeiß Dodo raus und hol mir ein Baumator. So, gucken wir mal, ob ein N kommt oder nicht. Er könnte eine Energie anlegen, kann nur sammeln drücken. Und das war's. Vielleicht setzt er auch schon Eisstrahl ein. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er mich sofort paralysiert. Deswegen hoffe ich, dass ich Stadionkarte kriege, aber er hat noch keine rausgelegt. Er zieht jetzt erstmal. Hyperball. Nee, ich riskiere es nicht. So, wir schmeißen Platan. Okay, wir haben eine Stadionkarte. Machen schon mal 90 Schaden. Jetzt ist die Frage, macht ihr 160? Und dann die GX-Attacke? Oder macht er erste GX-Attacke? Das ist jetzt die Frage. Er hat bis jetzt noch nicht die Stadionkarte rausgespielt. Und weiter ein Tier, okay, kein N. Das heißt, ich ärgere den jetzt. Mit N. Okay, Regieis. Das ist natürlich ein Problem. Das muss ich schnellstmöglich aus der Welt schaffen. Ich glaube, ich spiele doch lieber N. Leider keinen
kein Ranger drin. Wir benutzen tatsächlich Paralyse. So, Spiel N. Bitte lass da irgendwie Levelball drin sein. Yes! So. Kennt man in Schlaf, damit ist die Paralyse weg. Und das Lapras ist weg. So, Schlaf, Kindlein, Schlaf. Und wir wachen auf, heilen uns und hauen das Lapras weg. Und das Regieis kann momentan nichts machen. Er braucht 2 Runden und die hat er nicht mehr. Damit er sein Regieis kampffertig macht. Yes! Ach, geil! Stadionkarte ist weg. Okay, ist kein Problem. Ist kein Problem. Kann mir eine neue holen. Komm, leg nichts auf der Bank, leg nichts auf der Bank. Komm schon. Oder gib auf, das ist mir egal. Er spielt Brief. Und? Gut gespielt. Das war's. Yes! Zweite Runde Win. Und yes, 12 Packs, 12. Es war eine richtige Entscheidung, ey. Gucken wir uns das doch mal an. Er hatte noch einen Cyana GX drin und ein Kampf-Galagladi und ein normales Galagladi, ein Psycho-Galagladi. Taurus! Hatte viel Scheiße drin, ne? Gut, dass ich gewonnen habe. Okay. Joker James gegen Dragonier. Dragonier. Falls ihr jetzt Geklimper hört, ich war hier am Umrühren. Darf ich jetzt auch. Ich darf ein bisschen Krach machen jetzt. Ich freue mich. 12 Booster, hallo. Zeit bis zur nächsten Runde. Null. Was ist los? So, nächster Gegner. Das Finale. Das Finale. Ich zeichne es auf, gut. Das wäre jetzt echt doof gewesen, wenn ich das nicht aufgezeichnet hätte. Das Finale. Ah, sehr schön. Eigentlich kann man es auch an der Länge sehen des Videos, ne? Wenn es sehr kurzes Video ist, dann weiß man, er hat eine erste Runde verloren. Wenn es ein langes Video ist, heißt es, er hat zumindest eine Runde durchgehalten und beziehungsweise gewonnen. Wenn es sehr lange dauert, dann weiß er steht wahrscheinlich im Finale. Wir haben jetzt gleich, kommen wir jetzt gleich auf die 30 Minuten schon, ne? Das meiste ist halt wirklich viel warten. Könnte das alles schneiden, dann erkennt man das nicht mehr wieder. Aber nein, ich mache mir die Arbeit nicht, um ehrlich zu sein, nicht bei diesem Spiel. Da wird man gegenster Gegner sein. Oh, 20 Booster. Das wäre jetzt der Hit. 20 Booster. Oh ja.
Hast du eine Musik fürs Finale? Komm, komm, komm. Ich denke mal, Joker James wird wahrscheinlich gewinnen. Aber die kommen so oder so jetzt alles nur mit GX rein. Das würde fatal. Okay, warte mal. Tiana bin ich im Resistenz. Und wenn jetzt ein Kampfdeck kommt, da habe ich ein Problem. Na, mal schauen. Taurus wird neutral getroffen und ich kann es auch umhauen. Das Problem ist, ich kann es nicht one-shotten. Das ist mein größtes Problem. Dieses Pokémon lebt einfach davon auf Schaden. Das heißt, es teilt dann mit Raserei mehr Schaden aus. Und natürlich die GX-Attacke. Wütender Stier, glaube ich, war das. Lungala, Solgaleo. Ja, das sind alles noch so Sachen. Nachtara könnte nervig werden, aber ja, Joker James. Two Hits könnte es sein. Wenn es dann 10 Sekunden. Nächste Runde! Irgendwie habe ich geahnt, Joker James. Du wirst bestimmt ein sehr krasses Deck haben. Okay. Elektro, Psycho und Metall. Das ist gut, 2 Levelbälle. Und dann hole ich mit Geraldine Energie. Oder da kommt ein N. Mal schauen. Kommen wir dann Utan? Kampfverdichter. Energie und Hexe. Und er spielt N. Okay. Ist okay. Ist okay. Blitzer. Rodelius Kampfverdichter weg. Und Shaman. Nee, Hooper. Momentan Helio und Rayquaza. Das heißt, er kämpft hier mit verschiedenen EX. Okay. Trainerpost. Oval. Eine Schadenkarte schon mal. Mega Rayquaza. Ah, okay. Mach das gleich. Rayquaza, Mega Rayquaza. Doppelfarblos, okay.
Reschi. Er holt sich ein N. Geraldine holt er sich. Megaturbo. Ah, nicht schlecht. Kann er switchen. Ich glaube, ich hab ihm sogar geholfen und das ist jetzt down, ne? Ja, ohne Einschnitt. Macht genau 180 Schaden. Das ist natürlich mega ärgerlich. Nee, das ist scheiße gelaufen. Ich hab ihn auch noch geholfen, ich glaub's nicht. Ach, ey. Das ist natürlich kacke, ne? Das ist natürlich kacke, aber naja, was soll's. 12 Booster. Mega-Rayquaser. Ich hab ihm sogar noch geholfen. Glaub's nicht. Das bringt einfach nichts mehr. Ich spiele trotzdem mal Roller Skates noch aus. Wasser. Okay, kein Dodo. Scheiße. Okay, auch jetzt super Angel. Stadionkarte. Sehr schön.
Jamin geht weg. Okay, dann Unheilsschwinger schon mal. Das sind 30 Schaden. Okay. Rodelis. Sie fährt noch 25 Karten. Das. Aha, ja, gut gespielt. Ich glaub's nicht, die hat gewonnen. Okay. Megerei Quasar-Deck hat er gewonnen. Gut. Immerhin 12 Booster. Schade, das ist natürlich doof. Ich habe ihn auch noch geholfen mit diesem Mega-Turbo, ne? Mit diesem Wegwerfen von der Energie. Hab ich bekommen. 8 von denen und 2 Protoshock, ein Schicksalsschmieder und ein ewiger Anfang. Okay. Ja, das war's mit dem Expanded 24 Ticket Turnier. 2 Runden habe ich geschafft. Ich bin trotzdem happy. Es ist ärgerlich, es ist sehr ärgerlich, dass ich ihm sogar noch geholfen habe. Mit dieser Energie. Mit einem Mega-Rayquaza. Ich habe versucht, noch irgendwie dorthin zu kommen, aber ja, Mega Rayquaza one-shotted alles bei mir. Er hat gut gespielt mit Flordelis. Das war richtig von ihm, also wissen wir Bescheid. Aber gut, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dann!